Was passiert eigentlich, wenn Donald Trump gewinnt? Hoffen wir es mal nicht, aber wir gucken mal rein. Donald Trump könnte zum zweiten Mal US-Präsident werden. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Letztes Mal hat er es selbst nicht erwartet. Dieses Mal hat er einen Plan. Und der ist nicht geheim, sondern er redet ganz offen darüber. We will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus. Ja, aber da muss er sich ja auch selber, also, oder? Also. Wir haben uns durch sein Wahlprogramm und das seiner Partei gearbeitet. Wir haben seine Interviews und etliche Wahlkampfreden analysiert. Oh, hell no. For those who have been wronged and betrayed, Chat, das Problem ist halt, sowas würde in Deutschland leider auch passieren. Ne? Also sowas würde in Deutschland vollkommen funktionieren und Leute würden unironisch den Typen wählen. I am your retribution. I am your retribution. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one. Und wir haben uns mit dem berüchtigten Project 2025 auseinandergesetzt. Project 2025. Sollte Trump am 5. November gewinnen und das wahrmachen, was er ankündigt, werden sich die Vereinigten Staaten von Amerika grundlegend verändern. Der Typ ist 100 Mal bankrott, aber es juckt. Den Haare schlimmer als Chefs Robes Widerstand. Oh Gott. Oh Gott. Ganz kurz, bevor es weitergeht, ein Update in eigener Sache. Wir haben jetzt einen Podcast. Unfassbar. Dort erzählen wir jede Woche eine neue Geschichte. Mal länger, mal kürzer. Spannend, aber auch entspannt und immer hochwertig produziert. Die Themenauswahl ist ähnlich wie hier und reicht von verrückten Verbrechen und Hacks zu Politik, wow. Wissenschaft und Technik. Simply, aber fürs Ohr. Aktuell gibt es jeden Freitag eine neue Folge. Habe ich auch schon reingehört, meine Freunde. Das ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Es macht wirklich gut Spaß. Macht gut Spaß. Donald Trumps Wahlsieg 2016 war eine Überraschung. Für Beobachter, aber auch für ihn selbst. Mhm. Er zog unvorbereitet und ohne konkreten Plan ins Weiße Haus. Ja, diesmal aber schon, oder wie? Entsprechend war er wohl wenig vorbereitet auf die Widerstände, die die Checks und Balances der US-Demokratie für ihn bereithielten. Er wollte eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen, aber scheiterte wegen einer demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus an der Finanzierung. Er wollte Obamacare abschaffen, aber selbst republikanische Senatoren stimmten dagegen. Er wollte das Militär im eigenen Land einsetzen, um die Unruhen nach der Ermordung von George Floyd in den Griff zu bekommen. Aber sein eigener Verteidigungsminister stellte sich quer. Und er wollte seine Wahlniederlage 2020 nicht anerkennen, aber sein eigener Vizepräsident hat das Wahlergebnis durch den Kongress bestätigen lassen. Der Typ ist halt wirklich krank, brandgefährlich. Das ist halt das Ding, ne? Der ist halt so unfassbar gefährlich. Das, obwohl kurz zuvor ein von Trump aufgeheizter Mob von MAGA-Anhängern gewaltsam in das Kapitol eingedrungen war. Das ist so crazy, Mann. Der Typ ist so gefährlich, Mann. Außerdem beschäftigten ihn zwei Amtsenthebungsverfahren während und vier Gerichtsverfahren nach seiner Präsidentschaft. Nö. Immer wieder wurden seine Anliegen verhindert. Von Widersachern, Gerichten und demokratischen Institutionen. Oder wie Trump sagen würde, vom Deep State, Deep State, Deep State. Er behauptet, korrupte Beamte, Geheimdienste und der Sicherheitsapparat hätten sich gegen ihn und das Land verschworen. Und er spricht offen von Vergeltung und Rache. With you at my side, we will demolish the Deep State. We will liberate America from these villains. Ja, das ist so gruselig, Chat. Once and nochmal, ich finde, so wie er redet, so wie er auftritt und so weiter und so fort, erinnert mich mies an jemanden, den wir hier auch schon mal bei uns im Land an der Führung hatten, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist so fucking scary, es ist so fucking scary, Chat. Aber was genau hat er vor? Genau, Angela Merkel. Angela Merkel. Es ist Angela Merkel. Der folgende Teil ist natürlich spekulativ. Unsere Quellen, auf denen unsere Annahmen fußen, findet ihr wie immer in der Beschreibung. 20. Januar 2025, Washington, D.C. Donald Trump wird zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt. Die Republikaner holen die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Noch am gleichen Tag machen Trump und sein Team sich an die Arbeit. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats. And I will wield that power very aggressively. In einer seiner ersten Amtshandlungen unterzeichnet er das Dekret Schedule F. Eine Verordnung, mit der er Regierungsbeamte nach Belieben versetzen oder entlassen crazy, kann. Es crazy. Ist üblich, dass neue Präsidenten beim Amtsantritt bis zu 4000 politische Beamte austauschen, beispielsweise Diplomaten. Die meisten aber sind festangestellt und genießen einen besonderen Schutz. Fachleute in den... Das ist so scary. Der Typ will halt alles, was ihn blockiert und alles, was ja letztendlich halt gegen ihn spricht, halt blockieren. Und das finde ich halt
Gruselig, gruselig, Chat. Gruselig, wirklich. Das Tod ist gruselig. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Das ist so scary. Das ist so unfassbar scary, Freunde. Den Behörden sollen nicht alle 4 Jahre um ihren Job fürchten müssen, weil sie gerade dem aktuellen Präsidenten nicht passen. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, sie können natürlich die Führungsebene und damit auch den Präsidenten so ein bisschen boykottieren, indem sie falsche Informationen weitergeben, indem sie sich weigern, bestimmte Sachen umzusetzen, indem man bestimmte Initiativen in der Verwaltung liegt. Warum wählen sie den denn? Ja, weil die halt geblendet sind von seinem populistischen Gelaber-Chat. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt alles dummes Gelaber und die Leute fallen halt drauf rein. Was soll ich machen, ne? Was soll ich sagen? Die Leute sind halt einfach nicht in der Lage, aus der Geschichte zu lernen. Das ist for real so unfassbar gruselig. Das ist wirklich verrückt. Lässt. Und das kann Trump wirklich nicht leiden. Das ist Professor Christian Lammert, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Trump will loyale Soldaten haben in der Verwaltung, die sofort 1:1 umsetzen, was er will. Trump könnte in den ersten Tagen bis zu 50.000 Beamte feuern und mit linientreuen Anhängern ersetzen. What the fuck? Das ist so, you know, type beat. So, ihr wisst, wer das ähnlich gemacht hat. Oh. Insider haben dem US-Magazin Axios verraten, dass vor allem Positionen im Justizministerium, Außenministerium und im FBI im Visier stehen. Also die wichtigsten Positionen. Und solange gerade das Militär, aber auch Geheimdienste oder das FBI hier eine neutrale Position einnehmen, wird es schwieriger für Trump, sowas durchzusetzen. Aber er könnte jetzt eben anfangen, in den nächsten Jahren zentrale Positionen in diesem, im Militär, in den Geheimdiensten auszutauschen, um damit auch diese Organisationen stärker unter seine Kontrolle zu bringen. Und das könnte dann gefährlich werden. As we completely overhaul the Federal Department of Justice and FBI, we will also launch sweeping civil rights investigations into Marxist local district attorneys. They will be the 100 most ferocious legal warriors against crime and communist corruption that this country has ever seen. Scheiße. Auch die Gerichte hat Trump im Blick. Er will 100 Bundesanwälte einstellen, um gegen, wie er sagt, marxistische Bezirksstaatsanwälte zu ermitteln. Das ist so geisteskrank, das ist wirklich so strukturiert, das ist so böse, das ist so durchtrieben, so wirklich so, ich baue es mir so, wie er will. Und das wirkt halt so, als wäre er jemand, der sagt, ey, wisst ihr was, ich scheiß drauf, ob ich nochmal zur Wahl antreten darf, weil nach 2 Legislaturperioden bist du ja als Präsident abgesägt in den USA. Er würde sich nochmal aufstellen oder sich irgendwie verlängern. Es wirkt so ein bisschen so, wisst ihr, was ich meine? Bezirksstaatsanwälte sind sehr mächtig. Sie haben 88% der Inhaftierten in den USA hinter Gitter gebracht. Auch als Trump im Mai wegen der Verschleierung von Schweigegeld verurteilt worden ist, 34 Anklagepunkte, hat ein solcher Bezirksstaatsanwalt den Prozess eröffnet und das Urteil gesprochen. Mit den 100 Bundesanwälten könnte er indirekt Druck auf die Bezirksanwälte ausüben, damit sie mehr nach seiner Linie entscheiden. Crazy. Bundesanwälte ermitteln gegen Verdächtige, die gegen Bundesgesetze verstoßen. Sie sind zum Beispiel hinter Kriminellen her, die mit gestohlenen Online-Identitäten Waren bestellen oder Abos abschließen. Was wie ein Film jetzt kommt ein Placement. Szenario klingt, kommt in der Realität leider immer häufiger vor. Auch du könntest eines Tages davon betroffen sein. Denn im Internet müssen wir ständig Daten preisgeben. Was ist zum Beispiel Kontaktdaten, Standorte. Dieser Datenbroker, wie heißt der nochmal? Incogni. Oder Passwörter. Jetzt, Achtung, Incogni. Doch oft lauern im Hintergrund Achtung. Sogenannte Datenbroker. Achtung. Sie sammeln deine persönlichen Daten und verkaufen sie weiter. So können sie in die Hände von Cyberkriminellen gelangen. Incogni. Dagegen kannst du ganz einfach etwas tun. Jetzt. Incogni zwingt Datenbroker, ich bin nicht dumm, deine persönlichen Daten zu löschen. Dafür musst du dich einfach nur bei Incogni anmelden. Der Service erledigt den Rest und informiert dich über jeden einzelnen Schritt. Scannt diesen Incogni stecke ich rein. R-Code oder geht auf incogni.com/simplicissimus und erhaltet mit dem Code simplicissimus 60% Rabatt auf das Jahresabo von Incogni. Auch wenn Incogni deine Daten löschen lässt, können sie immer noch online erscheinen. Super. Eine 100%ige Garantie gibt es nicht. Super. Sei also grundsätzlich vorsichtig we mit deinen there, Daten. We good. Das oberste Gericht des Landes, der Supreme Court, hat seit Trumps Amtszeit eine klare konservative Mehrheit. 3 von 9 Richtern hat Trump selbst ernannt. Seitdem hat der Supreme Court Vater, oft in seinem Sinne entschieden. Das ist so scary. Kürzlich hat das Gericht entschieden, dass der US-Präsident absolute Immunität für offizielle Amtshandlungen genießt.
Das ist halt so verrückt, dem kann man jetzt nichts mehr tun. Der kann machen und tun, was er jetzt will und dafür nicht in, also, ne, der wird halt für alles dann, was vorher angeklagt ist, fallen gelassen. Das ist so verrückt. Trump könnte als Präsident potenziell alle möglichen Gesetze brechen und einfach davonkommen, solange es nur eine offizielle Amtshandlung war. Es gibt schon extremere Beispiele, das haben sogar die eigenen Anwälte Trumps bei einer Anhörung des Supreme Courts mal bestätigt, dass das auch sein könnte. Und das wäre der Fall, wenn der Präsident ein SEALs-Team, also von den Marines, anheuert, um einen politischen Gegner auszuschalten, dass er auch dafür nicht belangt werden könnte, weil er das so darstellen könnte, als wäre das zum Schutz der Regierung. Was? Aber da sind wir eigentlich noch nicht so weit. Ja, aber es ist tendenziell möglich, das ist so gruselig. Denn was der Supreme Court genau als offizielle Amtshandlung ansieht, ist noch unklar. Eine der drei liberalen Richter am Gericht kritisierte, dass der Präsident mit dieser Entscheidung wie ein König über dem Gesetz stehe. Das ist so schlimm. Doch nicht nur das. Oh, sollte Trump ins Amt kommen, würden sofort die ganzen Untersuchungen, die gegen ihn laufen, wegen Wahlmanipulation und Aufruhr, dass er den Sturm auf das Kapitol organisiert hat, das könnte er dann ganz einfach sofort beenden. Er könnte auch Ermittlungen gegen politische Gegner einsetzen. Was ihm noch gefährlicher werden könnte, ist ziviler Protest. Krass. Aber auch hier hat er bereits einen Plan. In cities where there has been a complete breakdown of law and order, where the fundamental right of our citizens are being intolerably violated, I will not hesitate to send in federal assets, including the National Guard, until safety is restored. Der Schlüssel. Das ist so gruselig, Mann. Das ist so gruselig. Hierzu ist ein über 200 Jahre altes Gesetz, das den Einsatz des US-Militärs in Zeiten von Aufruhr regelt. What the hell? Der sogenannte Insurrection Act. Niederschlagung von Protesten mit dem Militär kennt man eigentlich fast nur aus Diktaturen. Schon 2020 wollte Trump die Proteste und Aufstände im Zuge der Ermordung George Floyds mithilfe der Nationalgarde niederschlagen. Ihr checkt halt nicht, also man, guck mal, für die Welt und für unser Dasein hat das erstmal gefühlt keine Auswirkungen. Denkt man, aber das ist so weitreichend, diese Folgen. Das ist so crazy, scary. Oh Gott, Chat, fucking hell, we cooked, man. Wurde aber von seiner Militärführung daran gehindert. Trump bedauerte das öffentlich und erklärte, dass er in Zukunft nicht davor zurückschrecken würde. And one of the other things I'll do, because you know, you're supposed to not be involved in that. You just have to be asked by the governor or the mayor to come in. The next time, I'm not waiting. Da spielt auch wieder das Militär eine Rolle, die natürlich auch sagen können, nein, solche Einsätze wollen wir eigentlich nicht. Wir sind hier vorsichtig. Aber allein, dass man sich schon mit solchen Konfliktmöglichkeiten auseinandersetzt, wo die Exekutive dann im Konflikt mit dem eigenen Militär steht, würde schon darlegen, dass die Demokratie wirklich am Kippen ist und nicht mehr richtig funktioniert. Wahnsinn. Jetzt könnte man meinen, dass Trump schon vieles davon in seiner ersten Präsidentschaft versucht, aber ja eben nicht geschafft hat. Aber es gibt einen Unterschied zu damals. Dieses Mal ist er sehr viel besser vorbereitet. Und er hat einige sehr mächtige Verbündete, Scheiße, die einen ausgeklügelten Plan haben. Alle wollen halt mitziehen, ne? Das ist ja das Gruselige. Project 2025. Das Project 2025 ist ein 920-seitiges Manifest, das detaillierte Vorschläge für den nächsten republikanischen Präsidenten enthält. Dahinter steckt die Heritage Foundation, einflussreicher konservativer Think Tank, der von über 100 Organisationen unterstützt wird. Turning Point, Young American Foundation, das klingt alles so konservativ rechts. An Project 2025 sind laut CNN 140 ehemalige Trump-Mitarbeiter beteiligt, darunter 31 der 38 Autoren. This is a great group and they're gonna lay the groundwork and detailed plans for exactly what our movement will do. Ein Kernstück des Projekts ist ein Plan für die 180 ersten Tage von Trumps Präsidentschaft. Der Inhalt wird geheim gehalten, damit sich Trumps Gegner nicht darauf vorbereiten können. Es gibt allerdings Leaks. Das ist Russell Ward, einer der Masterminds des Projekts. Digga, der heißt sogar Ward, wie bei fucking The Boys, alter Ward. Und Trump-Vertrauter. I want to thank Russ for doing an incredible job. Er wurde heimlich von Journalisten gefilmt, die sich als Verwandte eines konservativen Großspenders ausgegeben haben. I think you have to rehabilitate Christian nationalism. Er sagt, mit seiner Organisation bereite er hunderte Verordnungen und Regulierungen vor. Ein Pfeiler wird Hilfe beim Austausch der Regierungsbeamten sein. Dazu hat das Projekt zehntausende Kandidaten ausgewählt und vorbereitet.
Trump müsste sich dann nur noch durch eine Datenbank klicken und die passenden Kandidaten an Bord holen. Das ist krass. Man kann sich heute noch auf ihrer Website bewerben, um in fucking Homelander-Type-Shit der nächsten Trump... Bro, das ist einfach The Boys. Das ist einfach legit der Plot von The Boys. Was geht denn ab? Regierung mitzuarbeiten. Am wichtigsten wird aber sein, viele bislang unabhängige Behörden Trump direkt zu unterstellen. 80% of my time is what... Hey, aber zum Glück, Chad, haben wir ja das Glück, dass Israel und der Iran sich nicht gerade in einem offenen Konflikt befinden und Israel gestern den Iran angegriffen hat. Ey, es ist gerade so... Chad, wirklich, ich mache mir for real Sorgen. Ich mache mir wirklich, wirklich Sorgen um unsere Welt. Es ist gerade wirklich echt so crazy, verrückt und scary, was abgeht, wirklich jetzt. Das ist nicht, also, es, boah, ich kann es nicht aussprechen, Chad, ich kann es nicht aussprechen. Wir haben Manuelsen. And we are working doggedly on that, whether it's destroying their agency's notion of independence, they're independent from the president. Project 2025 folgt den Forderungen der Theorie der einheitlichen Exekutive. Das Projekt will, dass der Präsident die volle Macht über die Exekutive bekommt. Das ist keine gute Idee, deshalb hat man Gewaltenteilung. Kongress und Gerichte sollen geschwächt werden. Oh. Als das Projekt öffentlich wurde, gab es heftige Kritik. Ja, normal, das ist Diktatoren. Also. Project 2025 is a plan to destroy America. To return America to a dark past. Als die Kritik immer lauter wurde, distanzierte sich Trump. Let me ask you about Project 2025. Nothing. I know nothing about it. Project 25 has absolutely nothing to do with me. And then they read some of the things and they are extreme. I mean, they're seriously extreme. But I don't know anything about it. Das ist so big cap. Das ist so crazy. I don't want to know anything about it. Die Distanzierung ist nicht glaubwürdig. Er kennt all die Leute. Er hat eng mit den Leuten zusammengearbeitet. Die Schnittmenge zwischen seinem Programm, dem Wahlprogramm der Republikaner und dieser Publikation des Project 2025 sind so groß, dass man hier ganz klar sieht, dass das aus einer politischen Richtung kommt. He's been at our organization, he's raised money for our organization, he's blessed it from the, you know, I remember walking into our last day in office and told him what I was going to do. So he's very supportive of what we do. Offiziell hat die Heritage Foundation angekündigt, ihre politische Arbeit am Project 2025 einzustellen. Ja, wird eh nicht so sein. Wenige Tage zuvor hat Russell Ward aber hinter verschlossener Tür gesagt, dass sie weiter an dem Plan für die ersten 180 Tage arbeiten. Er nennt das Phase 2. Darin bereiten sie laut ihm etwa Durchführungsverordnungen, Gesetzentwürfe und behördliche Umstrukturierungen vor. So soll Trumps radikale Agenda im Falle eines Sieges so schnell und effektiv wie möglich umgesetzt werden. Und umzusetzen gäbe es so einiges. As soon as I take the oath of office, we will begin the largest deportation operation in the history of our country. Digga, eine Deportation. Also das ist ja, Chat, seht ihr diese Parallelen? Seht ihr diese verdammten Parallelen, Alter? Es ist so gruselig, Mann. Es ist so gruselig. Das ist Trumps zentrales Versprechen. Trump spricht davon, illegale Einwanderer verhaften und deportieren zu lassen. Schätzungen zufolge leben rund 11 Millionen Menschen ohne offizielle Erlaubnis in den USA. 80%. So don't get me wrong, das ist eine Menge Menschen und das ist sehr viel Belastung für so ein soziales System, aber das kann nicht die Lösung sein. Das kann und darf nicht die Lösung sein. Das kann nicht sein. Ihnen leben seit mehr als einem Jahrzehnt im Land, haben Familie und Freunde. Sie müssten dann alles zurücklassen. Trump hat angekündigt, noch am ersten Tag die Grenze zu Mexiko komplett zu schließen. Und er will eine Mauer bauen. Again. Immer noch. On day one of the Trump presidency. Guck mal, er hat ja schon mal reingeschissen. Er hat ja schon mal geisteskrank reingekackt. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, ja, ich wähle ihn noch. Restoring the travel ban, suspending refugee admissions and keeping terrorists the hell out of our country. Dieser Travel Ban betrifft muslimisch geprägte Länder. Gleichzeitig möchte Trump, dass an Schulen wieder gebetet wird. Fifth, we will support bringing back prayer to our schools. Viele Republikaner kritisieren seit langem, dass über das Bildungsministerium in Washington immer mehr progressive oder woke Inhalte in die Lehrpläne fließen. Ah, total, deshalb Dankeschön. Wollen sie das Bildungsministerium abschaffen. Yo. Und die Bildungspolitik den Ländern überlassen. Hell nah, Bro, bitte keine Bildungspolitik den Ländern überlassen. Das hat in Deutschland auch nicht funktioniert. Genau das hat auch Trump angekündigt. Oh nein, oh nein, oh nein. Er spricht von Transgender-Ideologie oder der Critical Race Theory.
Schulen sollen kein Geld mehr bekommen, wenn sie diese oder andere unangemessene Inhalte auf dem Lehrplan haben. Was unter unangemessenen Inhalten zu verstehen. Das ist halt verrückt. Es wird einfach diktiert, was die Meinung in den USA zu sein hat damit. Stehen ist, bleibt völlig offen. Es sollen nur noch Lehrer mit von ihm definierten patriotischen Werten eingestellt werden. Digga, das ist so nah dran an der Vergangenheit. Was er damit meint und wie er das sicherstellen möchte, sagt er nicht. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender. A concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. Digga, warum wird daraus so ein Riesenthema gemacht? Ich checke es nicht. Was interessiert einen anderen Menschen das, wie ich mich fühle und was ich bin? Wenn ich sage, ich bin das und das, was juckt dich das? Was macht das für dich für einen Unterschied? Warum ist das für dich so ein Punkt? Du hast keinen Nachteil davon. Du hast keinen Nachteil. Was juckt dich denn dein Gender? Was juckt dich mein Gender? Du hast keinen Nachteil, Bruder. Es kann dir egal sein. Du hast damit kein Problem. Es bringt dir keinen Nachteil. Ich verstehe es nicht, Digga. Ich verstehe es nicht, warum das so ein Riesenthema immer ist. Was ist der verfickte Nachteil für dich, wenn ich sage, ich oute mich als trans oder ich bin jetzt eine Frau oder? Was ist der verfickte Nachteil für dich als Person? Es gibt keinen. Du hast keinen Nachteil davon. Was stört es dich? Bro, leb dein Leben. Lebe dein Leben. Gehe ich dir damit auf den Nerv oder sowas? Es hat keinen Nachteil. Es bringt dir nichts. Ich verstehe das nicht, dass man sich darauf so aufhängt, Mann. Ich verstehe das nicht, Alter. Das ist wirklich verrückt, Mann. Das ist wirklich verrückt. Das ist für mich nicht begreifbar. Es ist mir auch egal persönlich, wen du liebst oder sowas, solange das alles im Einverständnis ist, keiner dazu gezwungen wird, keine Tiere, keine Kinder dabei sind und sowas. Und ihr macht, was ihr wollt. Oh Gott, macht, was ihr wollt. Es ist mir egal, wenn ihr diese Sachen macht. So, ne? Ganz einfach. Ich checke es nicht, Chat. Ich checke es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ob es die eigene Unzufriedenheit ist, die man dann auf andere Leute projiziert. Aber, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, Mann. Das ist wirklich Wahnsinn. Trump will auf US-Pässen den Geschlechtseintrag divers abschaffen. Es soll wieder nur männlich und weiblich geben. Aber was macht das für einen Unterschied? Was macht das für ihn für einen Unterschied, wenn das da draufsteht? Was ist... Er hat außerdem versprochen, finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser zu streichen, die geschlechtsangleichende Behandlungen von Jugendlichen unterstützen. Ärzte, die solche Operationen in der Vergangenheit durchgeführt haben, sollen dafür sogar strafrechtlich verfolgt werden können. Das ist so verrückt, Lieselotte. Danke für 6 Monate. My cutting-edge trade agenda will revitalize our economy by once again putting America first. We will quickly become a manufacturing powerhouse like the world has never seen before. Trump will mit seiner America-First-Politik die heimische Industrie stärken und das Handelsdefizit senken. Er hat angekündigt, Zölle von mindestens 10% auf alle importierten Waren einzuführen. Guck mal, und das ist halt eine Sache. 10% Zoll auf alle importierten Waren ist für die inländische Wirtschaft nicht tragbar und nicht gut. Weil ganz viele wichtige Importe, die aus dem Ausland passieren, Technologie, Autos und so weiter und so fort, sind nicht möglich, wenn die Zollgebühren so hoch sind. Punkt um. Und es gibt noch einen extra Zoll für China. Auf chinesischen Produkten könnten Zölle von über 60% liegen. So, jetzt überlegt mal bitte. 60% Zölle auf chinesische Produkte. Die USA sind ein Konsumland. Da steht an der Spitze des Konsums. Ja? Plötzlich hast du dann keinen. Das sind jetzt nur so banale Beispiele. Shein und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die für den heimischen Konsum vielleicht eine Rolle spielen, für den Endkonsumenten. Aber gerne Medizinprodukte, Motorteile, Chips und so weiter und so fort. Freunde, das macht nur Probleme. Das ist nicht gut für die inländische Wirtschaft. Das funktioniert nicht. Das würde laut Experten die bestehenden Handelskriege verschärfen und hätte negative Folgen für die Weltwirtschaft. Strafzölle und ein verschärfter Handelskrieg zwischen China und den USA könnten einer Studie zufolge der deutschen Wirtschaft über 4 Jahre bis zu 150 Milliarden Euro kosten. Perfekt. Und das meine ich halt. Wir sind halt die Gefickten im Endeffekt. Es gibt auch inzwischen Prognosen, dass die amerikanische Wirtschaft massiv leiden würde. Ja, richtig. Vor allem auch unter der Handelspolitik, die er umsetzen will. In einem öffentlichen Brief haben 16 Nobelpreisträger vor Trumps Vorschlägen gewarnt. Nobelpreisträger? Die Ökonomen sagen, dass seine Pläne die Inflation anheizen und die US-Wirtschaft destabilisieren würden. Klimaschutzmaßnahmen der Vorgängerregierung will Trump streichen. Statt auf grüne Energie will er voll auf fossile Brennstoffe. Hallo? Nein! Hör auf jetzt! Versetzen. Unter Trump würde die USA erneut aus dem Pariser Klimaabkommen austreten. Oh, Digga. Erneut. Aus dem Pariser. Das ist so verrückt. If I were president, the Russia-Ukraine war would never have happened, never in a million years. But even now, if I were president,
I'd be able to negotiate an end to this horrible and rapidly escalating war. Ja, wahrscheinlich indem er sagt, so Russland, das sind jetzt deine Gebiete, Ukraine, hier ist der Mittelfinger verloren, ihr kriegt keine Waffenlieferung mehr, Ende. So ein Ding wäre das wahrscheinlich. Und der Krieg wäre damit zum Nachteil der Ukraine nicht mal beendet, sondern würde wahrscheinlich inländig weitergehen. Ich glaube, das würde, dass dieser Mensch niemals so einen Konflikt entschärfen könnte, niemals. Within 24 hours. Trump hat mehrfach behauptet, er könnte den Krieg in der Ukraine an nur einem Tag beenden. Das ist crazy. Aber könnte das wirklich funktionieren? Trump könnte. Guck mal, Hilmi, das ist ein absolut richtiges Handeln. Bro, wenn du auf deinem fetten Arsch hier in Deutschland sitzt, okay, und der Meinung bist, dass eine unabhängige Nation Länder und Güter und Waren einfach an das Nachbarland, was einen völkerrechtswidrigen Angriff gemacht hat, okay, abtreten soll, damit Ruhe ist, Bro, kann ich nicht relaten. Kann ich nicht relaten. Wahrscheinlich ist dein Horizont aber nicht in der Lage zu verstehen, wie verstrickt das ist. Bruder, sitz zu Hause, zieh dir deine 6 Büchsen Bier am Tag rein, mach dein Ding, aber wirklich, also du hast bis jetzt hier keinen einzigen signifikant oder potent wichtigen Punkt gegeben, der in irgendeiner Weise dieses Handeln oder diese Ideen hier stützt. Du hast wirklich nur Scheiße reingeschrieben. Du hast wirklich nur Scheiße reingeschrieben. Oh Gott, ich lese mir gerne alles durch und ich höre mir gerne alles an, aber du hast keinen signifikanten Beitrag zu dieser ganzen Diskussion geleistet. Alles, was du gesagt hast, ist Müll. Alles, was du gesagt hast, ist Müll und 1:1 nachgelabert von dem, was wir gerade im Video sehen. Bro, wie soll ich darauf reagieren? Das bringt nichts, das bringt nichts, es bringt nichts. Es den, ist Quatsch. Den Konflikt ganz schnell beenden. Fucking hell, man. Er seine unterstützt. Bro, ich lasse hier alles zu. Ich lasse hier alles zu im Chat. Jeder darf reden, solange es nicht irgendwo menschenfeindlich wird. Aber Bruder, du hast wirklich nichts an Punkten gerade gemacht, wo ich sage, okay, sehe ich, kann man argumentieren, kann man drüber reden. Du hast 1:1 nur Müll nachgelabert, die in deinem 14-jährigen Dummhirn aus diesem Video gezogen worden sind. Das war's. Für die Ukraine einfach aufhört, dann muss Zelensky in Verhandlungen mit Putin, und das hieße, alle Geländegewinne, die momentan Russland gemacht hat, blieben bestehen. Aber wir wissen, weil er ein Putin-Versteher ist, dass er den Konflikt zulasten der Ukraine beenden würde. Alter, dazu kommen Vorschläge des Project 2025. Guck mal, Chat, ich sag euch jetzt eine Sache. Ich bin auch mittlerweile wirklich an einem Punkt. Ich bin mittlerweile for real an einem Punkt, wo ich auch echt müde bin, mit solchen Leuten zu reden. Ich merke, man läuft gegen eine Wand. Es bringt nichts, bestimmten Menschen Dinge logisch und sachlich zu erklären. Du kannst auf die Menschen zugehen und es versuchen, ihnen zu erklären. Es bringt nichts. Du kannst die Menschen beleidigen. Es bringt nichts. Bei manchen Leuten funktioniert einfach nichts. Da ist eine kognitive Dissonanz. Diese Menschen verstehen gar nicht, was du deinem Gegenüber erklären willst. Das funktioniert nicht. Also muss man es auch manchmal leider echt sein lassen. Es ist einfach echt nur noch anstrengend. Es tut mir leid. Pornografie sollte verboten werden. Diejenigen, die sie herstellen und verbreiten, sollten eingesperrt werden. Pädagogen und Bibliothekare, die sie verbreiten, sollten als registrierte Sexual... Lil Bro hat mit einer Pornodarstellerin geschlafen. Lil Bro hatte was mit einer Pornodarstellerin. Was ist denn hier los, Alter? Straftäter eingestuft werden. Telekommunikations- und Technologieunternehmen, die ihre Verbreitung fördern, sollten geschlossen werden. Mrs. Terry, Project 2025 fordert, Transpersonen aus dem Militärdienst zu entfernen. Sie wollen zudem, dass der bestehende Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität abgeschafft wird. Warum? Was ist der Vorteil, wenn du Diskriminierung abschaffst? Guck mal, du gießt Öl in ein eh schon Feuer, was besteht, hinein und lässt es brennen. Bro, Hilmi, du kannst mich auch nicht mit so Aussagen wie, es gibt nur Mann und Frau, triggern. Es triggert mich nicht, es juckt mich nicht. Bro, du kannst gerne in deinem Kopf weiterhin so denken, ich werde dich auch davon nicht abbringen können. Mach dein Ding, Bruder, wirklich, mach dein Ding. Juckt mich nicht, es triggert mich nicht. Aber ich kann euch eins sagen, Freunde, wenn ihr solche Dinge versucht abzuschaffen, dann wird das Ganze noch mehr eskalieren, es bilden sich noch mehr Fronten, noch mehr Hardliner kommen dazu und es wird implodieren. Wie kann man davor Angst haben? Wie kann man davor Angst haben, wenn jemand sagt, ich bin trans? Wie kann das einen so sehr in seinem eigenen Selbstego kitten und killen, dass man sagt, ich will das nicht? Wie kann man davor Angst haben? Was ist denn los? Wie schwach bist du denn bitte? Was ist es? Dadurch könnten queere Menschen beim Zugang zur Gesundheitsversorgung, auf dem Wohnungsmarkt oder bei der Jobsuche benachteiligt werden. Außerdem soll der Zugang zu Abtreibungen deutlich erschwert werden. Der Versand von Abtreibungsmedikamenten über Bundesstaatsgrenzen hinweg soll illegal werden. So verrückt. Schätzungen zufolge. Und das sind ja auch Sachen, Leute, guck mal, das Thema Abtreibung ist ein riesiges Thema. Das betrifft aber auch Menschen aus Vergewaltigungsverbrechen. Leute, die wirklich darunter leiden, dass sie diesem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Versteht ihr? Ja? Diesen Menschen wird Hilfe verwehrt auf ein Kind von einem Täter, was sie in sich tragen, was sie gar nicht wollen. Das ist so perfide und krank. Das ist Wahnsinn. Gekommen bei mehr als der Hälfte der Abtreibungen in den USA Medikamente zum Einsatz. Zudem sollen die Kosten für die Pille danach nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden. Wie viel Trump von den Project 2025-Forderungen, von denen er ja angeblich nichts weiß, umsetzt, ist offen.
Ich glaube schon, dass es realistisch ist, dass er Teile von dem Project 2025 umsetzen würde. Muss aber auch dazu sagen, viele dieser Vorschläge brauchen natürlich auch Mehrheiten. Und so wie es im Moment aussieht, bedeutet es noch lange nicht, wenn ich mir die Umfragewerte, die aktuellen, anschaue, dass Donald Trump wahrscheinlich eben alle drei Häuser, das Weiße Haus, den Kongress und den Senat, auch wirklich dominieren würde und dementsprechend auch durchregieren würde. Viele von diesen Policies sind auch nicht unbedingt beliebt. Insofern wird er sich natürlich schon auch die Sachen rauspicken, wo er sagen kann, dafür gibt es großen Zuspruch. Und ich glaube, einiges wird da eben auch auf der Strecke bleiben. Demokratien sind fragil. Die Geschichte ist voll von Beispielen, wie demokratische Staaten zu Autokratien oder Diktaturen wurden. Zwei Harvard-Professoren haben in ihrem Buch Wie Demokratien sterben untersucht. Sehr, sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Wie so etwas passiert. Dabei haben sie eine Art Checkliste entworfen, um potenzielle Autokraten rechtzeitig zu erkennen. Und sieh da, ganz viele dieser Punkte treffen auf einen Donald Trump extrem gut zu. Warum will man in einer verdammten Autokratie leben? Weil man nach Führung sucht, weil man selber sich nicht dafür in der Lage fühlt, zu sagen, ich kann gemeinsam mit anderen Leuten die Entscheidungen hier als Volk treffen. Mal schauen. Erstens, eine Ablehnung gegenüber den Regeln der Demokratie. All of a sudden in certain states they found all these votes. Es ist gefährlich, Chad. Es ist gefährlich gerade. Es ist fucking gefährlich. Politischen Gegnern die Legitimität absprechen. You will have an illegitimate president. That's what you'll have. And we can't let that happen. Drittens, die Tolerierung oder Ermutigung von Gewalt. If you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. After this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol. Viertens, die Bereitschaft, die Freiheit von Rivalen und Medien zu beschneiden. We will rout the fake news media. Ich glaube, Donald Trump hat einen Grundsatz im Wahlkampf verstanden. Und das ist nicht, komm mit der besten Lösung und mit dem besten Lösungsweg, sondern der fundamentale Grundsatz im Wahlkampf lautet, verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Und Donald Trump ist wahrscheinlich der Beste, wenn es darum geht, die Probleme zu identifizieren. Guck mal, Hilmi, checkst du nicht, dass du wirklich keinerlei Anklang hier mit deinem Gelaber findest, Bro? Es ist wirklich, also guck mal, du redest hier gegen eine Wand. Oh Gott, alle Leute hier im Chat sind anderer Meinung. Es juckt niemand, was du schreibst. Es reicht. Bro, wirklich, also. Ziehen und sie vor allem eben auch so zu erzählen, dass sie hängen bleiben. Insofern, wenn er davon spricht und sagt, 10, 5... Oder, ja, weil hier alles pur links ist und alles hier ist links. Oder dann geh in einen anderen Chat, dann chatte irgendwo anders rein, wo du deine Leute hast, keine Ahnung, Digga. Geh auf Telegram, hack da deine Scheiße, Bruder, schreib in der Michael-Wendler-Gruppe, aber geh mir nicht auf die Eier. 15 Millionen illegale Einwanderer sind in unser Land gekommen. Die haben unsere Jobs weggenommen. Die sind natürlich auch noch Mörder und Verbrecher und wollen unsere Familien töten. Na, dann löst ich kann meine Meinung sagen, ja, aber ich sage dir, deine Meinung juckt niemanden. Oh Gott, es juckt nicht. Natürlich erstmal eine Emotion aus, diese Emotion des Angst. Und die mobilisiert natürlich auch. Ich habe große Angst, dass es wirklich eine autoritäre Präsidentschaft werden könnte, weil er momentan, wenn man sich so seine Entwicklung anguckt, sich gerade in den letzten Jahren, seit er aus dem Amt raus ist, nochmal zunehmend radikalisiert hat. Bleibt zu hoffen, dass die Checks and Balances des amerikanischen politischen Systems stark genug sind. Oder einfach, dass sich seine Gegnerin bei der Wahl durchsetzt. Also gibt es bei dir keine Meinungsfreiheit? Nein. Ich sage jetzt, hier in meinem Channel gibt es keine Meinungsfreiheit. Ich diktiere, was hier geschrieben wird. Das ist mein Channel. Wenn ich will, dass ihr jetzt alle um Megalol in den Chat schreibt, dann schreibt ihr das und jeder, der es nicht schreibt, wird gebannt. W's. Hier gibt es keine Meinungsfreiheit. Ich sag's jetzt, Chat. Gerade bei mir gibt es keine Meinungsfreiheit. So ein Ding. President of the United States, Kamala Harris. Cheers. Boah, fucking schlimmes Video, Alter. Sehr, 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 sehr gut, aber scary as hell, Chat. Sehr, 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 sehr scary. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist gruselig, Mann. Es ist gruselig.